Premiere für Niklas Stark. Zum ersten Mal ist der 18-Jährige Studiogast in einer Sportsendung. Seine Feuertaufe besteht eher in der Sportkabine auf Frankenfernsehen. Doch bevor es ins Studio geht, steht der Besuch in der Maske auf dem Programm. Abpudern ist auch für die Männer Pflicht. Die Scheinwerfer sind grell und warm, da kommt jeder leicht ins Schwitzen. Niklas ist ganz souverän und locker, wobei ein bisschen Nervosität natürlich schon dabei ist. Ein bisschen. Also ist mein erster Auftritt jetzt im Frankenfernsehen. Mal schauen, wie das wird. Ist noch alles ein bisschen unerfahren, aber bin mir sicher, es wird ganz okay. Vor der Sendung gibt es noch ein lockeres Vorgespräch mit Moderator Philipp Waldmann. Und dann geht es auch schon ab ins Studio. Rechts werden noch die Nachrichten moderiert. Und links ist schon alles bereit für die Sportkabine. Ja, und ich begrüße ihn gleich, Niklas Stark bei mir vom 1. FC Nürnberg. Hi, Niklas. Servus. Wie kannst du damit leben, Shootingstar vom 1. FC Nürnberg mit 18 Jahren, Bundesligaspieler? Ich sehe mich jetzt nicht so als Shootingstar. Ich meine, ich bin ein Spieler jetzt, bin neu jetzt reingekommen als junger Spieler. Ich versuche jetzt da meine Leistungen abzurufen und der Rest ist eher nebensächlich. Natürlich bleibt Nick auch die Frage zu seinem Eigentor und der Niederlage gegen Gladbach nicht erspart. Ja, natürlich ist mir die Szene immer wieder durch den Kopf gegangen. Ist jetzt nicht leicht, aber man muss jetzt nach vorne schauen, es passiert. Jetzt geht's weiter, jetzt Länderspielpause, jetzt wird weiter trainiert und dann gegen Wolfsburg wollen wir dann gewinnen. Doch es geht auch um Nicks Entwicklung zum Bundesligaspieler und seinen Weg zum Club. Du bist seit 2004 beim 1. FC Nürnberg, das ist eine richtig lange Zeit, jetzt im Profigeschäft bist du noch nicht so lange da. Aber die Geschichte, wie du zum Club gekommen bist, ist ein bisschen kurios. Ich glaube, über deinen Bruder lief das alles. Ja, also mein Bruder war beim Hintermeier in so einer Mannschaft, die wo dann, ich glaube, fast die ganze Mannschaft zum Club gewechselt ist. Okay. Ja, und in der Fußballschule war ich auch. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll mal Probetraining machen. Habe ich dann gemacht, dann wollten sie mich erstmal nicht. Und dann hat er gesagt, ja, du bist durch Sieg gefallen erstmal? Ja. Und dann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, dann haben sie mich nochmal angeschaut und dann haben sie gesagt, ja, den nehmen wir jetzt. Und dann ab da. Ging steil bergauf. Ja, ging's bergauf. Am Ende darf sich der Clubspieler auch noch auf dem Spind of Fame verewigen. Dann hat Nick seine erste Studio-Premiere erfolgreich hinter sich gebracht. Ja, war super, auf jeden Fall die Erfahrung zu machen, jetzt mal das erste Mal hier zu sein. Ja, waren alle nett zu mir, hat alles gepasst. Jetzt nur noch schnell die Schminke runter und schon ist der Arbeitstag für Niklas Stark geschafft.